Vanessa Hinz, herzlichen Glückwunsch. Das letzte Mal, dass wir uns unterhalten haben, war in Oslo. Da haben Sie gesagt, die Haxen sind mehr. Wie ging es den Haxen heute beim ersten Rennen der neuen Saison? Sind spritzig, aber sind noch nicht das, wo ich es gerne hätte. Aber ich denke, ich bin ganz gut reingekommen. Die erste Runde war brutal. Da habe ich mir gedacht, wow, was machen die hier eigentlich alle? Aber ich habe gewusst, hey, konzentriere dich auf das, was du kannst. Und dann läuft das schon. In Schuhschön im Trainingslager hatten Sie eigentlich fast schon zu gute Bedingungen, haben die Trainer gesagt, weil überhaupt kein Wind war. Wie war es denn heute am Schießstand? Es war für Östersund gute Bedingungen, aber es ist nicht ganz einfach hier. Der Wind, der dreht einfach brutal schnell hier und man muss brutal aufmerksam sein. Deswegen Chapeau vor den Österreichern, die haben das wirklich sehr, sehr gut gelöst. Und ja, ich denke, wir mit unserem zweiten Platz sind auch super.